Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir mal nur ein Kurzvideo. Das liegt einfach daran, dass ich heute einfach relativ viel zu tun hatte und deswegen leider nur ein Video bringen kann und es ist leider auch nur ein kurzes, aber ich werde auf jeden Fall ein gutes Thema in diesem Video heute machen. Also auf jeden Fall, das Thema heute ist ganz interessant. Ich hoffe mal, es ist auch unterhaltsam. Also ihr wisst ja alle, immer wenn eine Liga neu losgeht, hat man ja die Möglichkeit. Einen Moment. Ja, jetzt kann ich es gar nicht sehen. Ich bin noch nicht in einer Liga. Aber ihr wisst ja, immer wenn eine neue Saison ist, hat man die Möglichkeit zu kämpfen. Und es gibt jede Art von Gegner, auch wenn man in einer Liga ist. Und ich habe mir einfach mal heute die Aufgabe genommen, wir werden den erstbesten Gegner angreifen, den wir kriegen. Und wir werden das zweimal machen. Das heißt, wir werden das auf diesem Account machen und auf einem anderen Account. Das heißt, wir werden den erstbesten Gegner angreifen, den wir kriegen. Und deswegen würde ich sagen, fackeln wir nicht lange drum rum und fangen wir direkt an. So, wir haben direkt unseren ersten Gegner gefunden und wie ihr sehen könnt, ich habe nur einmal gesucht, also das war der erste Versuch und das ist dabei rumgekommen. Und ich würde mal sagen, wir haben auch etwas in der Clanbook, sie ist zwar nicht voll, aber ja. Ich würde mal sagen, wir versuchen das einfach mal. Ist natürlich jetzt nur ein Rathaus 12er, aber wie gesagt, mal schauen. Das muss ja nichts heißen, dass wir ihn kriegen. Also, ich habe jetzt auch eine Weile nicht mehr angegriffen, also ich schaue einfach mal. Hoffen wir mal das Beste. Ja, aber das sieht ganz sauber aus. Ja. Das Blöde ist eben gerade für mich so, der Warden fliegt irgendwie ein bisschen nicht in die Base rein. Okay, wir haben das Rathaus. Ja, jetzt ist noch die Frage, ob. Ja, wir haben ja. Ich würde mal sagen, Freunde, wir haben zwar noch nicht die ganze Base, aber wir haben jetzt so gut. Wir haben jetzt schon. Ja, alle X-Bögen jetzt quasi. Ja, wir haben jetzt alle X-Bögen, alle Inferno-Türme. Und ich würde mal sagen, das sind auch die drei Sterne hier an der Stelle. Noch. Also vielleicht ist es ja eine Strategie, wenn man immer den erstbesten Gegner nimmt. Ich weiß es nicht, aber hier, das war der erstbeste Gegner, den ich bekommen habe und ich bin echt zufrieden. Also, 3 Sterne, 25 Trophäen. Schauen wir nochmal auf den Loot. Also dafür, dass es der erste Versuch war, finde ich, dunkles Elixier könnte ein bisschen mehr sein, aber vom Elixier und Gold her, ich finde, es ist dafür, dass es nur ein Rathaus 12 war. Es ist ganz in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt in den zweiten Versuch. So, auch unser nächster Gegner ist am Start und ich muss ehrlich sagen, dieses Mal haben wir ein bisschen in die Tonne gegriffen. Ja, er hat mehr Loot, auf jeden Fall, mehr Trophäen, mehr Loot, aber ich finde, naja, ein paar die, hier, guck mal, guckt mal einfach mal. Ja, ein paar Sachen sind leider maxed, also es könnte echt ein schwieriger Brocken werden, das hier zu kriegen und ich, ja. Ich habe auch gleich einen Multi-Inferno-Turm, was nicht so geil ist. Aber mal ja, mal schauen. Okay. Ich bin aber bisher noch ganz optimistisch. Also, das okay, das Rathaus geht auf jeden Fall nicht an, was einerseits gut ist, aber andererseits auch bedeutet, dass irgendein E-Drache da auch bald hinfliegen muss. Ja. Na, First Try, manchmal kriegt man natürlich gute Gegner, aber manchmal kriegt man auch leider solche Gegner. Und wie gesagt, wie ihr sehen könnt, ja. Ich habe da zwar eine Menge E-Dragons, aber keiner geht zum Rathaus. Das ist natürlich, ich habe ein bisschen dämlich angegriffen, aber ja. Okay, wir kriegen aber noch dieses Ding hier auf jeden Fall. Was ich sehr positiv finde. Mein Gott. Ja, dieser Angriff ging leider echt in die Tonne und ich würde einfach mal wirklich sagen, ja, der geht in die Tonne. Also da will ich jetzt echt nicht weiter aufnehmen. Also ja, der ist echt in die Tonne gegangen. Ich würde einfach sagen, ja, ich denke, einen Angriff kriegen wir noch hin. Also ich habe zwar gesagt zwei, aber ich würde mal sagen, die beiden Angriffe gingen jetzt so flott. Also ich denke, da geht auf jeden Fall noch ein Angriff klar. Dann sehen wir uns auch gleich im letzten Angriff. Ja, also man kann natürlich Glück haben, Pech haben oder man kann einfach das hier haben. Also, wow. Ich greife mit Blitzzaubern und Drachen an. Also, ja.
Das ist jetzt einfach gar keine Herausforderung. Ich kann einfach alles easy wegblitzen. Und ja. Das war's dann auch mit dieser Base. Also, ja. Natürlich ein bisschen, naja. Ich kann natürlich die Drachen blöd setzen. Aber seht euch mal diese Base an. Ja, das Blöde ist jetzt, auf diesem Account bin ich leider, und muss ehrlich sagen, bestimmt in den letzten Monaten 600 Trophäen gedroppt. Das heißt, ich bin gerade mal in Kristall 3, wenn ich jetzt diesen Angriff gewinne. Und ja, dann kriegt man eben solche Noobs. Aber wie gesagt, ja, ich habe ja die Regel genannt. Immer den ersten Gegner angreifen. Wir hatten ja bei Big Bang auf dem Account relativ Glück. Auf diesem Account hier, auf Johannes, haben wir relativ in die Tonne gegriffen und auf Schwarzsee, naja, der hatte eben eine gerushte Base, aber Max Defense an manchen Stellen. Also ich würde sagen, für den Abschluss heute ist das also ein gutes Beispiel dafür, ja, wenn du in einer niedrigen Liga bist, dann kriegst du einen Noob als Gegner. Also ja, dieser Spieler auf jeden Fall kann sich echt vergraben gehen, würde ich sagen, nach diesem Angriff. Ja, ich glaube, wir haben 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind zwei Drachen gestorben. Und falls ich nicht falsch zähle, nee. Ja, es sind zwei Drachen gestorben bei diesem Angriff. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, teilt das Video mit euren Freunden und ich würde mich echt freuen, wenn ihr das Video auch weiterempfehlen könntet, weil ja, das hilft dem Kanal zu wachsen. Also. Wenn ihr das Video irgendwie an eure Freunde weiterteilen könntet, das wäre echt geil. Und dann würde ich sagen. Und ja, wenn das Video euch auf jeden Fall echt gut gefallen hat, dann lasst natürlich auch einen Kommentar da. Natürlich teilen mit Freunden ist das eine, wie ich schon dreimal gesagt habe, aber ja, ein Kommentar da lassen auf jeden Fall auch eine gute Sache und natürlich nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und das war's dann auch schon. Wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Video und bis dahin, haut rein.